Suche nach Tayo auf YouTube. Das Überraschungsgeschenk für Duri. Es ist schon spät am Abend und Tayo hat für heute Feierabend. Ist das nicht Duris Papa? Hey, hallihallo! Oh, hi, Tayo. Warum gehen Sie erst so spät nach Hause? Die letzten Tage musste ich immer lange arbeiten. Dann beeilen Sie sich. Steigen Sie zu und ich bringe Sie nach Haus. Danke. Los geht's! Oh, Duri. Papa, wann bist du endlich zu Hause? Es wird schon wieder spät heute. Du wirst dann leider schon im Bett sein. Naja, macht nichts. Hab dich lieb, Papa. Bis dann. Hab dich auch lieb, Duri. War das Duri? Ich sehe ihn kaum noch. Ich bin immer erst so spät zu Hause. Nun, Duri hat ja bald Geburtstag. Mit einem schönen Geschenk geht's ihm wieder gut. Ich weiß nicht einmal, was ich ihm schenken soll. Ich weiß nicht, welche Dinge ihm gefallen. Wirklich? Swoosh! Wow! Swoosh! Wow! Guardian X ist auf seinem Weg! Swoosh! Darf ich ihn vielleicht auch einmal haben? Auf gar keinen Fall! Der gehört mir! Ich will auch ein Guardian X haben. Na, wie wär's mit einer Guardian X-Figur? Wie bitte, Guardian X? Ja, Duri wollte sie unbedingt haben. Darüber würde er sich sicher riesig freuen. Wirklich? Dann kaufe ich ihm eine am Wochenende. Ich habe dieses Wochenende frei. Gehen wir zusammen los. Das wäre toll. Wäre mir eine Freude. Am Wochenende sind Tayo und Duris Papa gemeinsam unterwegs, um für Duri ein Geschenk zu besorgen. Hallo, sind Sie soweit? Tayo! Danke, dass du mir an deinem freien Tag hilfst. Na klar doch. Aber werden wir noch ein Guardian X-Spielzeug finden? Guardian X ist so beliebt. Aber darum bin ich doch hier, um ihnen zu helfen. Wir finden schon eins. Okay. Ha? Es ist ausverkauft? Guardian X ist eben beliebt. Tut mir leid. Was für ein Pech, na dann. Danke. Wiedersehen. Leider alle ausverkauft. Was jetzt? Ist in Ordnung. Wir fahren einfach zu einem anderen Laden. Okay. Tayo und Duris Papa suchen überall nach Duris Spielzeug. Wir haben schon alle verkauft. Wirklich? Aber sie können das Spielzeug nirgendwo finden. Hier ist auch alles ausverkauft? Ja, tut mir wirklich sehr leid. Also, das ist jetzt der letzte Laden. Ich hoffe, dass wir hier einen finden. Oh, Guardian X. Oh, haben wir ein Glück? Absolut. Aber da sind so viele Menschen. Dann werde ich mich mal schnell anstellen. Und der ist für Sie. Da haben Sie aber Glück gehabt. Der hier war der allerletzte. Wirklich? Vielen Dank auch. Puh, gerade noch rechtzeitig. Duri wird es gefallen, stimmt's? Guardian X! Sie sind ausverkauft. Wir versuchen es ein anderes Mal. Aber du hast gesagt, wenn ich alle Sticker von der Schule bekommen habe, kaufst du mir ein. Wir fahren zu einem anderen Laden. Du kannst meinen haben. Du kannst ihn haben. Bitte sehr, dann musst du jetzt auch nicht mehr weinen. Wow, danke! Oh, ich bin Ihnen wirklich so dankbar. Gern doch. Wo kriege ich nun einen neuen Guardian X her? Weiß ich auch nicht. Wir waren ja schon überall. Aha! Wie wäre es, wenn wir uns ein Autogramm von einem echten Guardian X holen? Ein Autogramm? Ja, Peanut hat mir erzählt, dass Guardian X heute auf dem Berg einen Film drehen wird. Wirklich? Dann nichts wie hin. Gern! Tayo fährt mit Duris Papa zum Berg, um Guardian X zu treffen.
Da drüben muss er irgendwo sein. Meinst du? Aber ich kann Guardian X nirgends sehen. Ihr könnt hier während der Dreharbeiten nicht durchgehen. Der Drehort muss irgendwo hinter der Absperrung sein. Ich werde einmal nachfragen. Hey, wird hier heute mit Guardian X ein Film gedreht? Ja, ganz genau. Wäre es möglich, ein Autogramm zu bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Eventuell drehen sie länger. Dann wird es relativ spät. Okay, ich kann warten. Wir könnten ein Autogramm bekommen, wenn wir ein wenig warten. Ehrlich? Ich will unbedingt Guardian X treffen. Es dauert aber echt lange. Oh, es ist Nacht geworden. Super Aufnahme. Vielen Dank, Leute. Das ist Guardian X. Er ist wohl gerade mit den Dreharbeiten fertig. Was? Wo? Wo denn? Ah, Guardian X. Nur eine Minute. Ja, was kann ich für dich tun? Ein Autogramm, bitte. Oh, klar. Ich habe schon nicht mehr daran geglaubt, es zu kriegen, weil es so lange gedauert hat. Ich bin so froh. Du hast die ganze Zeit über gewartet? Ja. Mein Sohn hat bald Geburtstag und ich wollte ihm unbedingt ein Autogramm von Guardian X schenken. Ah, verstehe. Wirklich, vielen Dank. Das wird Dori bestimmt gefallen. Warte einen Moment. Hä? Huh? Du hattest so viel Geduld. Da möchte ich dir noch etwas Besseres schenken. Etwas Besseres schenken? Wow! Wenn du als Guardian X auftauchst, wird deinem Sohn das Autogramm noch viel besser gefallen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Gern geschehen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Toll, dass das geklappt hat. Total. Kaio, der kleine Bus. Wir sind da! Danke, Tayo. Dank dir habe ich das beste Geschenk überhaupt. Gern geschehen. Aber wie könnten Sie sich denn als Guardian X präsentieren? Keine Ahnung. Oh, es fängt an! Papa, Papa, aufwachen! Was? Guardian X fängt an! Guardian X! Wow! Was ist das denn? Das ist ja cool. Hey, ja. Guardian X. Ihr üblen Typen. Guardian X wird euch niemals vergeben. Wow, du klingst wie er. Ich liebe Guardian X. Er ist so super und schlägt all die bösen Typen. Ja, das ist es. Ich werde Doris liebste Szene nachstellen. Oh, eine super Idee. Aber wer spielt die bösen Typen und Thunderbolt? Überlassen Sie das ruhig mir. Ich kümmere mich darum. Der nächste Morgen bricht an und endlich ist Doris Geburtstag. Dori, Zeit aufzustehen. Happy Birthday, Dori. Vielen Dank, Mama. Aber wo ist denn Papa? Wo könnte er bloß sein? Vielleicht hat er meinen Geburtstag ja vergessen. Das wäre echt voll gemein. Dori! Tayo ist wohl da. Steh auf, beeil dich. Okay. Hallo, Dori. Na, was gibt's denn, Tayo? Alles Liebe zum Geburtstag! Danke, Tayo. Hast du Lust, mit zum Park zu kommen, um da deinen Geburtstag zu feiern? Zum Park? In Ordnung. Was wollen wir denn machen? Wie wär's mit Verstecken spielen? Okay, klingt gut. Hey, ihr da drüben! Seid ihr denn für Typen? Wir sind die Gang der Bösen und werden die Weltherrschaft an uns reißen. Das stimmt. Was macht ihr denn da? Sieh doch, da kommt Thunderbolt. Ihr üblen Typen,
Guardian X wird euch niemals vergeben. Oh. Oh. Was ist das, ist Guardian X? Nehmt das, X-Macht. Ah. Oh, Guardian X, ich werde dich schon noch kriegen. Na, warte nur. Wow. Danke dir vielmals, Guardian X. Aber selbstverständlich. Vielen Dank, Papa. Hä? Dori, woher wusstest du, dass ich es bin? Aber Papa, das habe ich gleich am Anfang erkannt. Hä? Hast du mich also ertappt? Alles Liebe zum Geburtstag. Danke, Papa. Du warst der beste Guardian X, den ich je gesehen habe. Wirklich? Ja, auf jeden Fall, Papa. Du bist der coolste Typ auf der ganzen Welt. Danke, Dori. Alles Liebe zum Geburtstag! Danke euch bösen Typen. Lani, das Outfit steht dir wirklich richtig gut. Was? Das Überraschungsgeschenk von Doris Papa war ein großer Erfolg. Alles Liebe zum Geburtstag, Dori. Ein Geschenk für Hannah. In der Werkstatt läuft mitreißende Musik. Hannah! Hi, ihr Lieben! Wow! Die Musik ist wirklich toll! Ja, oder? Du scheinst wirklich glücklich zu sein. Ja! Ich plane, in meinem nächsten Urlaub wegzufahren. Wow! Wirklich? Wo willst du denn hin? Ha? Tada! Hierhin. Wow! Selbst an den Strand? Seht euch die Leute an, wie sie mit den Hinterteilen wackeln. Oh, eigentlich tanzen sie gerade. Zu besonderer Musik. Ungefähr so. Hannah muss schon ganz aufgeregt sein. Hula hula! Endlich ist der Tag für Hannas Abreise gekommen. Bist du soweit? Ja. Wow! Wie sehe ich aus? So schön! Hab ganz viel Spaß, Hannah! Vielen Dank! Ich muss jetzt wirklich los. Hannah! Hannah! Wir haben ein Problem. Oh, was ist denn los? Rookie, was hast du denn? Hä? In der Stadt war ein Unfall. Wir brauchen deine Hilfe. Mhm, eine Menge Autos müssen repariert werden. Was? Aber Hannah war doch gerade dabei, in den Urlaub zu fahren. Oh, wirklich? Oh nein. Okay, ich komme. Rookie, Pat, los, gehen wir. Oh, danke. Aber was ist mit deinem Urlaub? Da brauchen Autos dringend Hilfe. Bis später. Hannah beschließt, den Urlaub abzusagen, um die kaputten Autos zu reparieren. Hannah muss so enttäuscht sein. Sie hat sich schon so auf den Urlaub gefreut. Stimmt. Können wir denn nichts tun, damit sie sich besser fühlt? Ich weiß was. Ja, was denn? Wir dekorieren die Garage genauso wie auf dem Foto. Welches Foto? Das Hannah sich angeguckt hat. Oh, das Foto. Wow, dann fühlt sie sich fast so, als wäre sie im Urlaub. Du hast recht. Tayo, das ist eine tolle Idee. Danke. Die kleinen Busse studieren das Foto. Also, was brauchen wir alles? Es muss aussehen wie am Strand. Und wir brauchen einen Wohnwagen. Und einen Blumenkranz. Es wäre toll, wenn getanzt wird. Rogi, lass uns zusammen nach einem Wohnwagen und einem Kranz suchen. Ja, gern. Dann dekorieren Garni und ich so lange die Garage. Alles klar. Und wo finden wir einen Wohnwagen? Kein Problem. Ich weiß, wo wir anfangen können. Und wo ist das? Ja, wo sind wir hier? Das ist eine Müllkippe. Was ist los? Hier gibt es so gut wie alles. Oh. Wo fährst du hin? Tayo, wie ist es hiermit? Was ist das denn? Sieh doch, das sieht doch so aus wie das Ding auf dem Foto. Das
glaube ich eher nicht. Findest du nicht? Ein Moment, komme gleich. Rogi? Und das hier? Was? Ich glaube, das ist noch besser, oder? Ich glaube, wir werden hier nichts finden. Glaubst du? Ich finde alles ganz gut. Rogi, sieh dir das an. Wow, das ist der Wahnsinn. Ich glaube, wenn wir ihn putzen, ist er perfekt. Siehst du? Ich wusste, dass wir hier alles finden. Du hattest recht. Lani und Gani denken darüber nach, wie sie die Garage dekorieren sollen. Wie verwandeln wir die Garage in einen Strand? Mal sehen. Wow, das ist schön. Ist es wirklich? Ja. Andy hat das gemalt. Das ist es. Was ist das, Lani? Gani, wir fragen einfach Andy, ob er uns eine Strandszene malen kann. Wow, das ist eine tolle Idee. Ihr wollt, dass ich einen Strand male? Ja, wir wollen die Garage wie einen Badestrand dekorieren. Wie ein Strand? Okay. Vielen Dank, Andy. Sehr gerne. Meldet euch einfach, wenn ihr was braucht. Der kleine Bus. Wie findet ihr das? Wow! Das ist toll geworden! Jetzt arbeite ich am Sand des Strandes. Wo ist denn meine Sandfarbe? Ist sie vielleicht hier? Lani! Oh nein, die Farbe! Oh nein, ohne die Farbe kann ich keinen Sand malen. Ich habe eine Idee. Eine Idee? Genau, ich bin gleich wieder da. Dani? Also, Rogi, wir haben einen Wohnwagen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Blumenkranz. Woher bekommen wir Blumen? Dori! Rogi, Tayo! Was macht ihr hier? Dori, wir möchten Hana einen Kranz schenken. Aber wir wissen nicht, wo wir Blumen herkriegen können. Aber ich weiß, wo Blumen sind. Wow, wirklich? Das sind genug Blumen, oder? Ich bringe euch welche. Einen kleinen Moment. Okay, danke. Oh, die ist auch schön. Los, Dori! Dori? Was tust du da? Ich wollte ja nur... Wo ist Gani denn bloß hin? Ich weiß nicht. Meinst du, dass er vielleicht zum Strand gefahren ist? Was? Um Sand zu holen. Oh ja, ich glaube, er ist am Strand. Ach, Quatsch. Oh, Lani, guck mal da. Was denn? Lani! Was ist denn jetzt los? Wir haben gehört, dass ihr Hana eine Freude machen wollt und wir sind hier, um zu helfen. Wirklich? Oh, Gani, das ist klasse. So, das haben wir. Fast so, als wären wir wirklich am Strand. Ja, es ist klasse. Vielen Dank euch. Das ist doch selbstverständlich. Hana muss das doch einfach lieben, oder? Ganz bestimmt. Und ob. Wie ergeht es Tayo und Rogi bei ihrer Blumensuche? Man sollte Blumen nicht einfach pflücken. Tut mir so leid. Das tut den Blumen doch weh. Entschuldigung? Ja? Dori hat nichts falsch gemacht. Das stimmt. Dori wollte uns nur helfen. Aha. Also, heute Morgen, da wollte Hana in den Urlaub aufbrechen. Tayo und Rogi erzählen der Lehrerin von Hana. Ich verstehe. Aber es ist nicht richtig, Blumen zu pflücken. Okay. Seid deswegen nicht enttäuscht. Ich habe eine andere Idee. Wirklich? Wieso basteln wir nicht einfach Papierblumen, hä? Papierblumen? Ja, die sind schön. Das ist ja toll. Bitte schön. Wow. Wie schön die sind. Vielen Dank für eure Hilfe und für Ihre Hilfe.
Oh, Hannah wird sich so freuen. Euer Geschenk ist wirklich toll. Machen wir unserer Lehrerin auch eins? Ja, das machen wir. Ich denke, es ist Zeit für uns zu fahren. So gut, bis bald. Seid ihr alle rechtzeitig fertig geworden? Ihr werdet euch bestimmt wundern. Ja, wir haben diesen wirklich tollen Wohnwagen gefunden. Und wir haben einen schönen Kranz. Aha. Aber Freunde, wir brauchen noch Musik zum Tanzen. Das ist kein Problem, dafür ist schon gesagt. Also dann, wir sind startklar. Sind wir! Am Abend kommt Hannah zur Werkstatt. Oh, mein Kleid ist ganz schmutzig. Ich wollte so gerne fahren. Aber es ging ja nicht anders. Hannah! Bist du fertig mit deiner Arbeit? Ja. Dann lass uns mal wegfahren. Wohin? Das sag ich nicht. Komm! Oh, okay. Dann los. So, wir sind da. Okay. Tada! Wow! Oh, danke. Und? Jetzt setz dich da drüben auf die Liege. Wir haben auch einen Blumenkranz für dich. Einen Kranz? Wie schön. Hula, hula. Ihr tanzt toll. Dann entspannen wir uns mal. Dank der kleinen Busse kann Hannah einen tollen Urlaub in der Garage verbringen. Die beste Mechanikerin! Hannah kümmert sich wie immer um kaputte Autos. Du bist fertig, Nuri. Danke, Hannah. Auf Wiedersehen. Ah, ich bekomme langsam Hunger. Das stimmt. Ich habe ein paar Donuts. Mal sehen. Hannah! Oh, Ich muss jetzt zur Arbeit, aber einer meiner Griffe wurde abgerissen. Und ich glaube, mein Reifen ist zu alt. Kannst du ihn austauschen? Okay, ich sehe es mir mal an. Also, ich fange mit dem Griff an. Oh! Hallo? Es gab einen Unfall. Oh. Können Sie schnell kommen? Oh je, ich komme gleich. Was ist los? Es gab einen Unfall. Oh. Ich muss jetzt gehen. Oh. Was? Was wird aus mir? Ich repariere erstmal den Griff. Wir können den Reifen dann später wechseln, okay? Okay, auf geht's, Hart. Okay. Aber ich brauche auch einen neuen Reifen. Heute ist so viel los. Ich weiß. Oh je, ich bin so hungrig. Zum Glück habe ich einen Donut für solche Situationen eingepackt. Autsch! Hä? Ist das nicht ein Haltegriff für einen Bus? Stopp! Hallo! Hallo! Was? 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 Das ist ein Donut. Warum hängt der hier? Was? Tayo kommt nach der Arbeit zurück zum Depot. Ich bin wieder da. Tayo, was ist los? Ist etwas passiert? Stelle dir mal vor, Hannah hat anstatt eines Haltegriffs einen Donut eingebaut. Was? Hannah, sie ist immer noch so ungeschickt. Ist so etwas schon mal passiert? Ja, sie war schon so, als ich sie kennenlernte. Wirklich? Wie war sie damals? Ich bin neugierig. Ich erzähl's euch. Es war, als ich gerade vom alten Depot in das neue umgezogen bin. Wow, das ist toll. Und, gefällt dir dieses neue Depot? Natürlich. Aber ausgerechnet diese Werkstatt gefällt mir am besten. Ja, du wolltest schon immer eine Werkstatt haben. Jetzt brauchen wir nur noch einen Mechaniker. Ja, ich werde den besten Mechaniker finden, der perfekt zu diesem Busdepot passt. Viele Leute kamen zum Depot, als ich die Nachricht verbreitete, dass wir einen Mechaniker suchten.
Wow. Oh, er sieht sehr stark aus. Ja, wirklich. Ich kann sehen, dass du stark bist. Kannst du jetzt den kaputten Bus reparieren? Oh, natürlich. Jetzt kann ich meine Fähigkeiten zeigen. Hey! Hoi! Autsch, das tut weh! Übertreib nicht! Was? Okay, fertig! Ha. Sei doch keine Heulsuse! Die erste Person war sehr stark, aber er war sehr grob zu den Autos. Du musst oft husten, oder? Ja. Und deine Reifen scheinen etwas steif zu sein. Ja. Du warst in letzter Zeit am Strand. Das stimmt allerdings. Woher weißt du das denn? Das sehe ich dir an. Wow, er ist wirklich gut. Alles klar, schauen wir mal. Was machst du denn? Jetzt bin ich ja ganz dreckig. Es tut mir leid. Ich hasse Dreck. Der zweite war geschickt, aber er war nicht besonders nett. Ich repariere dich. Du siehst schlimmer aus als ich. Aber keiner von ihnen war gut genug, um der Mechaniker der Werkstatt zu werden. Aber das ist die falsche Größe. Was? Wir sollten langsam Feierabend machen. Das denke ich auch. Moment! Dann kam Hanna. Sie suchen einen Mechaniker, richtig? Tun wir, aber dafür ist es jetzt zu spät. Können Sie mir bitte eine Chance geben? Ich habe schon lange davon geträumt, Mechanikerin zu werden. Geben wir ihr doch eine Chance. Sie scheint verzweifelt zu sein. Okay. Möchtest du versuchen, das Auto zu reparieren? Oh, okay. Sie scheint nicht sehr stark zu sein. Schafft sie das? Hi, ich repariere dich schnell. Ha. Fangen wir an. Ich habe die falsche Tasche mitgebracht. Was macht das denn hier? Tayo, der kleine Bus. Wie wurde sie denn als Mechanikerin ausgewählt? Hanna! Willkommen zurück, Hanna. Hallo! Hanna, warum hast du einen Donut als Haltegriff eingebaut? Es tut mir leid. Ich habe einen Fehler gemacht, weil ich es eilig hatte. Aber ich besorge dir stattdessen einen guten neuen Reifen. Wirklich? Dann wechsel ihn bitte schnell! Also gut, Augenblick! Oh, oh. Wir haben keine Reifen mehr. Oh nein! Was? Hanna, wo hast du deinen Hut gelassen? Was? Ach, wirklich? Wo ist er hin? Hast du ihn zufällig vorhin vergessen? Oh, habe ich das? Hanna ist so ungeschickt! Alles klar, ich bin bald zurück, Kinder. Auf geht's, Hart. Okay. Oh, oh, Hanna! Oh je, wohin geht sie? Sie sagte doch, dass sie meinen Reifen wechseln will. Sie will ihren Hut zurückholen. Hanna mag ihren Hut viel lieber als mich. Das glaube ich nicht. Aber Kinder, ihr Hut ist ja auch sehr wichtig. Oh, gibt es dazu eine Geschichte? Ja, ich erzähle da weiter, wo ich aufgehört habe. Oh, bitte. Nur noch eine Chance. Also gut, dann geben wir dir eine letzte Chance. Also komm morgen wieder. Wirklich? Dankeschön. Aber pass auf, dass du morgen nicht zu spät kommst. Ja, natürlich. Der nächste Tag. Okay. Diesmal werde ich keinen Fehler machen. Ha? Oh, was ist los? Er ist liegen geblieben. Ich muss ihm helfen. Oh, aber dann verspäte ich mich. Aber ich kann ihn nicht so zurücklassen. Oh nein! Was ist los? Mein Motor geht immer wieder aus. Wirklich? Ich helfe dir. Wirklich? Danke. Letztendlich schaffte es Hanna aber nicht rechtzeitig. Siehst du, sie kommt wieder zu spät. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Alles klar. Gehen wir wieder herein. Wartet! Entschuldigen Sie die Verspätung.
Ja, du bist verspätet. Wir waren früher verabredet. Ich weiß. Aber wenn Sie mir jetzt nur eine Chance geben... Nein, wir brauchen keinen Mechaniker, der nicht pünktlich sein kann. Oh. So hat Hana also ihre zweite Chance verloren. Was? Du meinst, dass sie fast nicht Mechanikerin geworden wäre? Hä? Ja, aber... warum ist es so schwer, einen guten Mechaniker zu finden? Sieh du! One! Wie läuft die Suche nach dem Mechaniker? Nicht gut. Wir haben die richtige Person noch nicht gefunden. Ich verstehe. Übrigens, warum kommst du so spät zurück? Oh, ich bin auf dem Weg hierher liegen geblieben. Ein Mädchen, das vorbeikam, hat mir geholfen und mich repariert. Sie war sehr geschickt und vor allem sehr freundlich. Es wäre sehr schön, wenn so jemand unser Mechaniker sein könnte. Wirklich? Wie war dieses Mädchen? Sie war sehr quirlig. Und ich glaube, sie heißt Hana. Was? Oh, ich habe die Stelle wieder nicht bekommen. Das ist schon okay. Es gibt noch eine andere Chance. Ich möchte wirklich eine Mechanikerin werden. Entschuldigung. Hä? Was machst du denn hier? Ich muss dir etwas sagen. Was denn? Ich habe von One gehört, dass du zu spät gekommen bist, weil du ihm auf dem Weg zu uns geholfen hast. Ja, ich konnte einen kaputten Bus nicht so stehen lassen. Es tut mir leid. Ich habe mich in dir getäuscht. Oh? Ich habe nach dem besten Mechaniker gesucht. Aber was wir wirklich brauchen, ist jemand, der sich so um Autos kümmert wie du. Hm? Was? Hana, willst du die Mechanikerin in unserem Depot werden? Wirklich? Ja, also gut. Mein Willkommensgeschenk für dich. Wow! Danke, Situ! Keine Ursache, dann zähle ich auf dich. Natürlich! Juhu! Ich bin Mechanikerin! Juhu! Du bist so glücklich. Na klar! So wurde Hana also die Mechanikerin von diesem Depot. Und der Hut ist auch heute noch ihr kostbarster Schatz. Das ist sehr rührend. Ich wusste nicht, dass der Hut so wichtig ist. Wir sind zurück. Hana! Hallo! Hast du deinen Hut gefunden? Nein, aber... Da, Tayo, der neue Reifen. Wow! Was meinst du, gefällt er dir? Herzlichen Dank. Aber was ist mit deinem Hut? Ach, mach dir keine Sorgen darüber. Der Hut ist wichtig, aber Tayos Sicherheit ist mir wirklich viel wichtiger. Oh, Hana! Was? Ist das nicht... Das ist der verlorene Hut, oder? Oh, das ist seltsam. Wie ist der denn hier gelandet? Du hast ihn schon wieder vergessen. Hana, du solltest vorsichtiger sein. Gut, dass ich ihn gefunden habe. Hana sieht mit dem Hut am allerbesten aus. Du siehst so hübsch aus. Warum seid ihr denn plötzlich so komisch? Wir haben einen guten Grund. Obwohl Hana etwas ungeschickt sein kann, ist sie immer noch die beste Mechanikerin. Gani, der Superstar. Gani arbeitet fleißig und ist freundlich zu seinen Fahrgästen. Hallo alle zusammen. Guten Morgen. Hallo Gani. Oh je. Seien Sie vorsichtig und steigen Sie langsam ein. Oh? Entschuldigung? Hm? Sie sind angekommen. Sie müssen aussteigen. Hoppla. Danke wie immer, Gani. Ohne dich wäre ich zu spät gekommen. Gern geschehen. Wir fahren weiter. Warte! Oh? Nimm mich mit! Keine Eile. Ich warte. Danke, Gani. Keine Ursache. Oh. Gani ist immer so nett zu mir. Natürlich, das stimmt. Der weltberühmte Actionstar Reo besucht heute die Stadt. Oh. Reo kommt? Wow! Reo möchte heute Nachmittag das Rathaus besuchen. Shine! Sieh mal, da drüben! Wow, es ist wirklich Reo! Er ist so cool! Wow! Seht mal, wer beliebt ist. Wow! Ja! Mir ist ein bisschen schlecht. Ist das wegen dem Motoröl von heute Morgen? Was?
Was ist los? Was ist los, Reo? Mein Motor ist ausgefallen. Tu noch etwas. Was kann ich tun? Das funktioniert nicht. Oh. Oh nein, der Zug kommt. Hilfe! Was ist das für ein Geräusch? Was? Oh nein. Warte mal. Halt dich fest. Okay. Eins, zwei. Wann kommt Reo denn? Kommt Reo wirklich? Wann kommt denn Reo? Oh, da kommt er ja. Warum wirst du von einem Bus abgeschleppt? Was ist passiert? Also, ich wurde heute am Bahnübergang fast von einem Zug überfahren. Aber im Moment der beinahe Krise hat mir der mutige kleine Bus Garni dort das Leben gerettet. Ist das wahr? Also, ja, aber... Einen heftigen Applaus für den mutigen Bus Garni. Garni, 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 Garni. Garni hat dem Superstar Reo das Leben gerettet. Der Superstar Reo lobte Garni als den mutigsten Bus der Welt. Garni wird mit dem Orden des mutigen Autos ausgezeichnet. Die Popularität von Garni, dem mutigen Bus, nimmt immer mehr zu. Wow! Garni, du bist großartig! Ich bin stolz, dich als meinen Freund zu haben. Das war doch gar nichts. Garni? Wow! Ist das Reo? Reo ist in unserem Depot! Ich bin ein großer Fan! Reo, was machst du denn hier? Oh, ich habe ein Angebot für einen TV-Werbespot erhalten und wir spielen beide eine Hauptrolle. Was? Ich? Das ist toll, Garni! Ja! Ich möchte dir jemand Besonderen vorstellen. Guten Tag. Mein Name ist Cheek. Ich bin von jetzt an Garnis Manager. Was? Ein Manager? Natürlich. Garni ist kein gewöhnlicher Bus mehr. Du bist populär geworden und brauchst ein gutes Management. Wow! Ein Manager! Garni ist hier ein Superstar! Garni, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Oh, okay. Ein neuer und großer Tag beginnt heute für den berühmten Garni. Danke. Danke, Garni. Okay, der Nächste, bitte. Oh, es ist Garni. Ich kann es nicht glauben. Es ist Garni. Oh, Garni, Garni. Ich bin so müde. Der kleine Bus. Hallo. Hallo. Oh, Garni, du klingst müde. Ja, wirklich. Oh, mein Rücken. Oh, können Sie sich beeilen? Garni ist sehr beschäftigt. Es tut mir wirklich leid. Garni! Fahren wir, Garni? Okay. Was? Er ist losgefahren. Was? Ich habe meine Haltestelle verpasst. So müde. Ich glaube, ich habe es auf der Arbeit vermasselt, weil ich zu müde bin. Ich sollte das nicht tun. Was machst du denn hier? Ich möchte dir ein besonderes Angebot machen. Ein besonderes Angebot? Garni, möchtest du ein Actionstar werden, genau wie ich? Wow! Das ist ja toll! Mit deinem Mut, der mich gerettet hat, und deiner Popularität wirst du großartig sein. Aber was ist mit meinem Job als Bus?
Du musst natürlich aufhören. Oh. Du reist um die ganze Welt, wenn du ein Actionstar wirst. Mhm. Und du wirst mit mir in einem luxuriösen Haus wohnen. Was? Was? Heißt das, dass er das Depot verlassen muss? Du machst es also. Was? Wir halten morgen früh eine Pressekonferenz ab, also bereite deine Rede vor. Oh. Hannah, was soll ich nur tun? Das ist eine außergewöhnliche Gelegenheit. Garni, verlässt du uns wirklich, um mit Reo zu arbeiten? Es ist traurig, sich zu trennen. Aber das ist eine einmalige Chance für Garni. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Garni! Es ist eine tolle Gelegenheit, aber... Garni! 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 Aber ich muss aufhören zu arbeiten und das Depot verlassen. Hallo? Hallo, Garni. Garni, fahren wir zur Waschanlage. Okay. Was soll ich nur machen? Garni! Warum bist du so spät noch unterwegs? Ich habe zu lang mit meinem Freund gespielt. Garni, kannst du mich nach Hause fahren? Oh, aber meine Schicht ist schon vorbei. Du kannst nicht? Meine Mama wartet. Dann mache ich es. Aber nur dieses eine Mal. Wow, danke, Garni. Übrigens, Garni, bist du krank? Nein. Warum fragst du mich denn? Die Leute haben sich Sorgen gemacht. Du bist sehr still und hast ein ausdrucksloses Gesicht. Ich verstehe. Danke für deine Besorgnis. Ach, Kopf hoch, Garni. Du bist immerhin mein Lieblingsbus. Ich liebe es, mit dir jeden Tag mitzufahren. Wir sind da. Juhu! Vielen Dank für deine Hilfe, Garni. Nein, ich sollte dir danken. Hä? Wofür denn? Bis bald. Am folgenden Tag beginnt die Pressekonferenz im Busdepot. Alles klar. Du bist startklar. Garni, können wir anfangen, wenn du soweit bist? Okay. Test, Test. Die Pressekonferenz beginnt. Wow. Garni? Meine erste Frage an dich. Garni geht jetzt also mit Reo auf Tour, um ein Actionstar zu werden. Wie findest du das? Zuerst möchte ich mich bei Reo dafür bedanken, dass er mir so eine tolle Gelegenheit gegeben hat. Natürlich. Aber ich verlasse dieses Depot nicht. Ja, ja. Was? Garni, wovon redest du? Entschuldigung, Garni hat das bestimmt aus Versehen gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich bin am glücklichsten, wenn ich nur ein gewöhnlicher Bus bin. Meine Fahrgäste sicher ans Ziel bringen, nach der Arbeit mit meinen Freunden spielen. Ich will einfach nur ein normaler, kleiner Bus sein. Was? Was ist los? Reo, möchtest du etwas dazu sagen? Oh nein. Alle miteinander, wir schließen die heutige Pressekonferenz ab. Garni, warum hast du das getan? Das ist eine große Chance für dich. Das stimmt. Du kannst später immer noch wieder ein Bus sein. Es tut mir leid, aber ich habe mich bereits entschieden. Garni! Ich bin so froh, dass du hier bleibst. Ich wäre sehr traurig gewesen, wenn du uns verlassen hättest. Ich bin so froh, dass du bleibst. Ich werde immer auf dich zählen. Ich auch. Oh, wie lieb. Danke euch allen. Chic, fahren wir. Es ist besser für Garni, wenn er hier bleibt. Oh, aber... Sieh dir sein glückliches Lächeln an. Ich bin glücklich, solange er glücklich ist. Garni hat das Superstar-Sein aufgegeben und sich für seine Freunde entschieden. Trammis erste Arbeitstage. Eines frühen Morgens machen sich Hannah und Situ fertig für eine Ausfahrt. Kann es losgehen? Hannah! Situ! Hallo! Wo wollt ihr denn hin? Wir haben eine Verabredung mit Sky. Sky? Wer ist das denn? Ihr kennt ihn wohl noch nicht. Sky ist das Straßenbahnkontrollzentrum auf dem Berggipfel.
Er ist zuständig für alle Fahrten mit der Straßenbahn. Oh. Aber ich glaube, ich habe Sky noch nie gesehen. Und eine Straßenbahn auch noch nie. Ja, die frühere Straßenbahn ist vor kurzem in Rente gegangen und Sky hatte sich eine Auszeit genommen. Aber da jetzt eine neue Bahn kommen soll, wird Sky seine Arbeit wieder aufnehmen. Wow! Eine Straßenbahn! Wie aufregend, Situ! Wir können die beiden nach der Arbeit zusammen besuchen. Mhm. Wollen wir jetzt los? Ja, bis später! Bis dann! Herzlichen Glückwunsch zur Wiedereröffnung, Sky! Oh, vielen Dank! Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich wieder auf meine Arbeit freue. Wie schön, dass es so schnell geklappt hat mit der neuen Bahn. Ja, ich bin schon sehr gespannt auf sie. Also kommt sie heute an? Ja, sie sollte jeden Moment hier sein. Oh, da ist sie ja. Oh, die ist ja süß. Willkommen. Vielen Dank, hallo. Du bist sicher die neue Straßenbahn. Ja. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Sky und ab heute arbeiten wir zusammen. Und das sind Situ und Hannah. Hallo. Ich heiße Trami. Freut mich sehr, Trami. Du bist mit tollen Farben lackiert. Ja, das wird den Fahrgästen sehr gefallen. Danke. Am nächsten Tag warten schon viele Menschen an der Straßenbahnstation. Ich bin schon ewig keine Straßenbahn mehr gefahren. Ich will endlich einsteigen. Sind schon alle sehr gespannt. Oh, da kommt sie. Oh. Wow. So viele Menschen. Trami wird ganz nervös, als sie die vielen Leute sieht. So ändert sie die Fahrtrichtung. Wow, voll cool. Oh. Hallo, wir können einsteigen. Also du bist die neue Straßenbahn. Sehr erfreut. Oh, hallo. Was? Ich höre dich so schlecht. Oh. Hallo. Hab ich mich erschrocken. Warum schreist du denn so? Tut mir leid. Ich glaube, Trami ist ganz schön nervös. Trami fährt ganz langsam, weil sie so aufgeregt ist. Es ist so gemütlich, mit der Straßenbahn zu fahren. Ja, schon, aber ist es normal, dass sie so langsam fährt? Oh, Entschuldigung, könntest du ein wenig schneller fahren? Oh, klar. Geht es euch allen gut? Was machst du denn? Du hast wirklich einen ganz schrecklichen Fahrstil. Das ist doch gefährlich. Es tut mir so leid. Ich muss vorsichtiger fahren. Ganz langsam. Das ist zu Fuß viel schneller. Wir haben unser Ziel erreicht. Hallo, wie war's denn? Oh. Wenn ich das geahnt hätte, wären wir nie mit der Bahn gefahren. Oh nein. Okay? Was ist denn passiert? Sie fing plötzlich an zu rasen. Das hätte schief gehen können. Und dann ist sie beim Fahren fast eingeschlafen. Oh, das tut mir sehr leid. Entschuldigung. Nächstes Mal musst du vorsichtiger fahren, Trami. Mach ich. Trami unterlaufen immer noch Fehler. Diesmal mache ich alles richtig beim Hallo sagen. Hallo, Trami. Ja, bis dann, mach's gut. Oh, aber ich steig doch ein. Oh, tut mir so leid. Endlich fertig. Ich brauche eine Pause. Huch. Warte doch. Alles in Ordnung? Ich dachte, du wärst schon draußen. Meine Güte, pass doch auf. Ich muss wirklich aufhören, so viele Fehler zu machen. Oh nein! Ja, aber was machst du denn? Du hast Rot! Entschuldigung. Halte dich an die Verkehrsregeln. Ist doch nicht so schwer. Ich war in Gedanken und habe glatt die Ampel übersehen. Trami, warum passieren dir immer noch ständig Fehler? Es tut mir leid. Musst du vielleicht noch mehr üben, hä? Ich hab doch schon so viel geübt.
Du musst dich bei der Arbeit einfach mehr konzentrieren. Ich weiß. Warum vermassel ich immer alles? Dai muss so unzufrieden mit mir sein. Tayo, der kleine Bus. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Mitnehmen. Wie schön, endlich Feierabend. Mache ich noch einen Besuch bei Sky? Guten Abend, Sky. Oh, hallo, Situ. Was hast du denn? Oh, Trami macht ständig Fehler. Ich weiß einfach nicht, was ich mit ihr machen soll. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Aller Anfang ist schwer. Naja, du hattest nie Schwierigkeiten. Doch, früher hat mich Buba jeden Tag ausgescholten. Ist das wahr? Ja, und das hat mich nur noch mehr durcheinander gebracht. Ach so? Wir haben unser Ziel erreicht. Trami, du musst lauter sprechen. Alles klar. Du musst bei der Arbeit aufmerksamer sein. Alles klar. Ja, mag sein, dass ich zu Trami etwas zu streng bin. Hey, sag mal, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Wie kann ich dir helfen? Heute ist Tramis freier Tag. Trami, ich glaube, du musst heute in die Werkstatt zur Überprüfung. Was? Jetzt sofort? Ja, Hanna wartet bestimmt schon auf dich dort. Oh. Na gut, bis später dann. Ich werde mal am besten im Innenraum anfangen. Ja, gut. Oh, Trami, wie läuft es denn bei der Arbeit? Nicht so gut. Ich mache immer noch Fehler. Und es fällt mir auch so schwer, mit den Fahrgästen richtig umzugehen. Warum übst du nicht ein bisschen mit ihr, Tayo? Na klar, mache ich gern für dich, Trami. Was für eine gute Idee. Ich habe Freunde mitgebracht, mit denen du üben kannst. Hallo. 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 Also, wollen wir anfangen? Was ist denn jetzt los? Trami, warum machst du deinen Fahrgästen nicht mal ein Kompliment? Ein Kompliment? Ja, darüber freut sich schließlich jeder. Wirklich? Ja. Ich zeig dir mal anhand eines Beispiels, wie man das macht, ja? Willkommen. Hallo. Sie sehen heute wirklich besonders hübsch aus. Ehrlich? Dankeschön. Na, Trami, wie findest du das? Jetzt probier du es doch einfach mal aus. Oh, na gut. Du siehst heute ziemlich hübsch aus. Ich? Ich freue mich, dass du mich hübsch findest. Ihr beide seid wirklich ein schönes Paar, toll. Sie hat recht. Hier habe ich ein kleines Geschenk für euch. Wow! Ein herrlicher Blumenstrauß. Dankeschön. Trami, gut gemacht. Meinst du? So, wollen wir jetzt mal eine Probefahrt machen? Oh, okay. Wie geht das noch gleich? So, ganz vorsichtig. Schön langsam. Trami? Kannst du auch ein bisschen schneller fahren? Oh, okay. Entschuldigung. Oh nein, schon wieder alles falsch gemacht. Wenn ich das geahnt hätte, wären wir nie mit der Bahn gefahren. Oh, ich glaube, ich kann das einfach nicht. Das kann passieren, Kopf hoch, Trami. Du wirst schon sehen, alles wird wieder gut. Trami, jeder macht mal Fehler. Ja, sie hat recht, nur Mut. Ja, du schaffst das schon. Oh, ihr haltet zu mir. Na gut, ich versuch's noch mal. Ja. Wow, siehst du, geht doch. Dank der Unterstützung ihrer Freunde bekommt Trami Selbstbewusstsein und schafft ihre Arbeit ohne Probleme. Wir haben unser Ziel erreicht. Trami! Herzlichen Glückwunsch zu deiner Fahrt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, Tayo, Situ? Gute Arbeit, Trami. Ja! Das hast du toll gemacht. Oh, was
Was ist denn hier los? Ehrlich gesagt hat Sky das eingefädelt. Er bat uns darum, mit dir ein wenig zu üben. Sky, verdanke ich das? Ja. Oh. Sky! Ja? Ich dachte, du hast die Nase voll von mir, weil ich immer so viele Fehler gemacht habe. Aber nicht doch, Trami. Wir sind doch eine Familie. Ach, Sky. Entschuldige, dass ich so viel Druck gemacht habe. Ab jetzt versuche ich, dich so gut wie möglich zu unterstützen. Ich danke dir und ich werde mir ab jetzt viel mehr zutrauen. Ihr seid beide richtig toll. Wir freuen uns auf deine tolle Arbeit, Trami. Trammis Geheimnis. Tayo trifft auf Trami, als sie nach der Arbeit zurück in die Garage fährt. Oh? Hallo, Tayo. Hallo. Tayo, tut dir die Stelle noch weh, wo dich der Reifen getroffen hat? Ha, ein Reifen? Mhm. Du hast doch einen Reifen ins Gesicht bekommen beim Sportunterricht. Holt ihn! Holt ihn euch! Wieso weißt du eigentlich, was mir in der Schule passiert ist, Trami? Oh, das ist mein Geheimnis. Ich muss los, bis dann. Hey, Trami! Hallo, Tayo! Hast du irgendwas? Hat irgendwer von euch Trami erzählt, was mir beim Sport passiert ist? Du, Rogi? Nein, ich hab's niemandem erzählt. Dann war es einer von euch. Ich war's auch nicht. Ich hab Trami heute noch gar nicht gesehen, ehrlich. Das ist ja seltsam. Wieso weiß sie denn dann davon? Oh, wo wir gerade davon sprechen? Sie wusste auch schon davon, dass Hannah mit mir geschimpft hat und das hab ich ihr ganz bestimmt nicht erzählt. Ja, richtig. Sie wusste auch, dass wir im Zoo waren, nicht wahr? Merkwürdig. Wie kann das sein? Könnte es denn nicht sein, dass sie das alles selbst beobachtet hat? Beobachtet? Ja. Trami arbeitet doch oben auf dem Berggipfel. Hm? Sie könnte von da aus sehen, was wir machen. Holt ihn euch! Könnte das denn sein? Warum suchen wir Trami nicht und fragen sie einfach, hm? Okay. Alle an Bord, es kann losgehen. Trami, warte! Hey, was ist los? Wir müssen dich was fragen. Ja, was denn? Trami, kannst du vom Berggipfel aus so richtig weit gucken? Ja, kein Problem. Ich kann sogar eure Garage sehen. Unsere Garage? So weit kannst du wirklich sehen? Ja, die Aussicht ist fantastisch. Es wäre so schön, euch die mal zu zeigen. Das klingt verlockend. Ja, sehr. Wenn das so ist... Trami. Bitte? Wann fahren wir endlich ab? Kannst du dich etwas beeilen? Oh, natürlich. Ich muss leider los. Schade. Ich hätte so gern noch ein bisschen geplaudert. Also kann Trami wirklich alles sehen? Dann kann Trami mich sehen, wenn ich von hier winke? Mhm. Hallo, Trami! Fast hätte ich's vergessen. Was denn? Heute Abend gibt's eine extra lange Folge von Fireball. Extra lange Folge? Ja. Und dafür werde ich ganz lange aufbleiben. Wow, ach wirklich? Dann lasst uns alle Fireball gucken. Oh, ja. Die Kleinbusse vergessen die Sache mit Trami und gucken begeistert Fireball bis tief in die Nacht. Oh nein, heute sind wir echt spät dran. Los, beeil dich, Rogi. Rogi, wir kommen zu spät zur Arbeit. Hä? Was? Nein! Abgepost! Hey, am Nachmittag kommen die kleinen Busse nach der Arbeit zurück zur Garage. Weil ich verschlafen habe, bin ich heute gar nicht richtig wach geworden. Ich auch nicht. Ich habe nur Fehler gemacht, weil ich so müde war. Hannah hätte uns das nie erlaubt. Lasst uns heute lieber früh schlafen gehen. Hey, Leute! Habt ihr verschlafen, weil ihr Fireball geguckt habt, die ganze Nacht?
Aber wieso weißt du das denn? Das hat mir Tammy erzählt, als ich sie repariert habe. Was? Von Tammy? Ja, ihr solltet nicht bis spät in die Nacht Fernsehen gucken. Aber es war doch eine besondere Folge, da mussten wir einfach dabei sein. Entschuldigung. Dann guckt ihr jetzt eben für einige Zeit überhaupt kein Fernsehen mehr. Was? Na gut. Sein muss. Und was machen wir jetzt? Wir dürfen ja nicht Fernsehen gucken. Und gerade heute wird Fireball die schöne Prinzessin retten. Oh nein. Hey! Hey! Hannah ist zur Arbeit gefahren. Echt? Ja. Gucken wir heimlich, Fireball. Aber wir dürfen doch nicht Fernsehen. Wir müssen ja nicht so lange machen, das merkt sie gar nicht. Dann müssen wir aber auch wieder aufhören, bevor sie zurückkommt. Genau. Aber was machen wir, wenn Tammy uns wieder beobachtet? Ja, stimmt. Was machen wir, wenn sie wieder Hannah davon erzählt? Oh, ja. Das passiert schon nicht. Hannah ist doch mit Tammys Reparatur schon fertig. Ja, dann sehen sie sich bestimmt eine Weile nicht mehr. Ist das wirklich in Ordnung? Ach, komm, hab dich nicht so. Los geht's! Das wird super! Oh, hey Leute, wartet auf mich! Tayo, der kleine Bus. Am nächsten Morgen. Hannah! Oh, wohin geht's denn? Tja, ich bin auf dem Weg in die Berge, um Tammy zu reparieren. Was? Aber da warst du doch gestern schon. Ja, aber ich wurde nicht fertig, weil mir Teile gefehlt haben. Oh nein! Was habt ihr denn? Oh nein, ich muss Hannah aufhalten. Oh, wir haben einen neuen Tanz gelernt und Lani möchte ihn dir so gern zeigen. Du hast doch vorhin gesagt, dass du ihn Hannah vortanzen willst. Unbedingt. Genau, ihr werdet staunen. Und jetzt alle, lasst uns alle tanzen. Okay. Wie war das? Wow, das habt ihr toll gemacht. Ja, wirklich? Warte mal, jetzt zeige ich dir etwas ganz anderes. Das sehe ich mir dann ganz später an. Tammy wartet sicher schon. Was? Los geht's, Hart. Okay. Jetzt wird Tammy Hannah bestimmt wieder von uns erzählen. Kommt, wir folgen ihnen. Okay. Ja, gut. Die Kleinbusse sind auf der Suche nach Hannah. Hier muss sie doch jetzt irgendwo sein. Oh, da vorne ist sie. Oh, hey, und da fährt ja auch Tammy. Oh nein, gleich werden sie sich begegnen. Wir müssen sie aufhalten. Wartet, ich hab einen Plan. Rogi! Hey, Hannah. Oh, hallo, Rogi. Oh, was gibt's denn? Mir tut irgendwas weh. Hilf mir bitte. Du hast Schmerzen? Wo denn? Überall. Ich weiß nicht genau, wo. Dann muss ich dich einmal durchchecken. Bleib bitte mal da drüben stehen. Okay. Au, das tut so weh. Wie toll, es hat geklappt. Gut gemacht, Rogi. Weißt du schon was? Wahrscheinlich ist es Zeit für einen Ölwechsel. Ölwechsel? Ja, ich spritz dir schon mal neues Motoröl und dann fahren wir in die Werkstatt. Warte! So war das nicht gedacht. Rogi, das ist doch nur eine Spritze. Los geht's. Okay. Ja, mir tut gar nichts mehr weh. Es ist alles wieder gut. Ich muss jetzt wirklich. Rogi! Also irgendwie haben sie heute alle ein Rad ab. Rogi, warum bist du denn weggelaufen? Ich habe immer so schreckliche Angst vor der Motorölspritze. Ich kann das kaum aushalten. Oh, was machen wir denn jetzt? Vielleicht hat sie Tommy ja noch nicht getroffen. Kommt, Leute, wir müssen uns beeilen. Los geht's! Wo könnte Hannah bloß sein? Oh, da drüben ist sie ja. Verstehe. Zusammen mit Tommy. Was meinst du, was ich tun sollte, Hannah? Sie hat es ihr bestimmt gerade erzählt. Was machen wir denn bloß? Kommt, wir sagen ihr einfach die Wahrheit. Hannah! Oh, hey! Entschuldigung.
Entschuldigung. Bitte verzeih uns, ja? Was verzeihen? Oh, dass wir letzte Nacht heimlich Fernsehen geguckt haben. Was? Ich habe es euch verboten und ihr wart trotzdem vor dem Fernseher? Wir dachten, Trami hätte es dir gerade wieder gepetzt. Was? Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber woher sollte ich das denn wissen? Weil du doch von hier oben alles siehst, was wir machen. Genau. Du kannst doch sogar bis zu unserer Garage gucken. Oh, aber ich sehe doch nur das Gebäude. Es ist viel zu weit weg, um euch zu erkennen. Was? Aber wieso wusstest du dann, was mir im Sportunterricht passiert ist? Oh, das weiß ich. Weil... Die anderen Autos haben uns davon erzählt. Was? Ich wäre so gern enger mit euch befreundet, aber ich sehe euch immer so schrecklich selten. Und deshalb frage ich immer die anderen Autos, ob sie euch gesehen haben. Gesicht getroffen. Ehrlich? Anscheinend haben sie verschlafen. Oh. Sie haben es ganz spät Fireball geguckt. Verstehe. Das haben wir nicht gewusst. Aber ab jetzt werden wir dich viel öfter besuchen. Ja, genau. Lass uns zusammenhalten. Vielen Dank euch allen. Tami, verabrede dich doch mit den anderen viel öfter. Das wäre toll. Ach, übrigens. Ihr habt also hinter meinem Rücken Fernsehen geguckt? Also, was das betrifft. Entschuldigung, Entschuldigung. Sofort stehen. Jetzt kriegt ihr richtig Ärger. Tramis Geheimnis ist, dass sie sich eine enge Freundschaft mit den kleinen Bussen wünscht.